Servus Radfreunde, mein heutiges Video ist mal wieder ein Video, wo es sich rund um die Technik des Fahrrads handelt. Und die zwei Produkte, die ich heute vorstellen möchte, habe ich bereits vor mir liegen. Es handelt sich um das Busch & Müller USB-Werk sowie das Busch & Müller E-Werk. Beides Ladegeräte, mit denen ich mit Hilfe des Nabendynamos Elektrogeräte wie ein GPS, ein Smartphone oder eine Digitalkamera am Fahrrad aufladen kann. Grund dafür ist ein leider nicht ganz so erfreulicher. Ich habe das Busch & Müller USB-Werk seit 3 Jahren im Einsatz an meinem Fahrrad und zum zweiten Mal ist es defekt und das ist der Grund, dass ich das heute durch das Busch & Müller E-Werk ersetzen möchte. Mein Busch und Müller USB-Werk habe ich vor 3 Jahren gekauft, 2014, und habe somit auch 3 Jahre Erfahrung mit dem Nabendynamo Ladegerät. Leider nicht nur positive, denn innerhalb von den 3 Jahren ist schon 2-mal kaputt gegangen und das war dann jetzt auch der Grund für mich, dass ich gesagt habe, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Geld aus und probiere mein Glück mit dem Busch & Müller E-Werk. Ich hoffe mal, dass ich damit länger eine Freude am Fahrrad haben werde. Beide Geräte habe ich vor mir liegen und mein Busch & Müller USB-Werk habe ich vor 3 Jahren zum ersten Mal gekauft und leider habe ich damit in den letzten 3 Jahren nicht nur positive Erfahrungen damit gemacht, innerhalb von 3 Jahren habe ich einen 2-maligen Defekt am Busch & Müller USB-Werk gehabt. Mein Busch & Müller USB-Werk habe ich 2014 Ende des Sommers nach meiner Bodensee-Königssee-Radtour eingebaut. Seitdem habe ich es im Einsatz gehabt, bis dieses Jahr im Frühling, da habe ich mein Fahrrad aus dem Keller geholt, wollte im Frühling mit dem Radtour loslegen, habe mein Navi angeschlossen und auf einmal gemerkt, der Akku vom Navi, der entlädt sich nur noch, der wird nicht mehr geladen. Und die erste Vermutung, die naheliegend ist, ist, dass nach dem Winter oder Herbst die Verkabelung am Fahrrad irgendwie einen Schaden genommen hat durch die Feuchtigkeit. Habe deshalb Multimeter hergeholt, habe alles überprüft und letztendlich hat sich dann doch herausgestellt, dass mein USB-Werk defekt ist und dass überhaupt keine Spannung mehr aus dem Anschlussstecker herauskommt. Nach den 2,5 Jahren war die Garantie vom USB-Werk leider abgelaufen. Ich habe mir ein neues USB-Werk gekauft, am Fahrrad angeschlossen. Trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht von dem Produkt, weil es ja made in Germany ist. Und bisher haben mich eigentlich die Produkte von Busch & Müller überzeugt, vor allem meine Fahrradbeleuchtung am Fahrrad. Und dann habe ich gedacht, ich schicke das mal einfach ein und schaue, was Busch & Müller auf den Fehler oder auf den vorzeitigen Defekt mir antwortet. Die erfreuliche Nachricht war, dass sie mir einfach nochmal ein komplett neues Produkt zugeschickt haben, außerhalb der Garantiezeit. Ich habe mich sehr gefreut und deshalb habe ich jetzt ein USB-Werk übrig und als Ersatz vor mir liegen. Inzwischen haben wir November 2017 und mit meinem zweiten USB-Werk bin ich wieder eine komplette Radsaison durchgefahren und vor 2 Wochen habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass mein Navigationssystem am Fahrrad wieder nicht zuverlässig geladen wird. Es schwankt hin und her zwischen Laden, Nichtladen und das im 5-Sekunden-Takt. Und da lag dann wieder die Vermutung nahe, dass das USB-Werk wieder einen Defekt hat. Und da ich noch ein funktionsfähiges Gerät hier zu Hause gehabt habe, habe ich es einfach mal kurz ausgetauscht, bin wieder auf mein Fahrrad gestiegen, habe geschaut und siehe da, mit dem neuen USB-Werk
wurde der Akku an meinem Fahrrad GPS wieder einwandfrei geladen. Meine Einschätzungen zum USB-Werk inzwischen sind die: Das Gerät enthält einen Pufferakku, der einfach elektrische Energie zwischenspeichert. Und die Vermutung liegt nahe, ein Akku ist ein Verschleißteil. Durch den häufigen Lade- bzw. Entladevorgang, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich halte an, ich fahre wieder an. Und auch die Temperaturen während der Radtouren im Sommer, ich habe 30 Grad, dann im Winter steht das Fahrrad in der Garage bei 0 Grad. Das schadet dem Akku und vielleicht ist die Qualität der verbauten Zellen einfach nicht besonders gut. Und somit sterben die Zellen einen schleichenden Tod. An meinem jetzigen USB-Werk, das ich noch am Fahrrad dran habe, ist der Akku noch nicht ganz tot. Ein bisschen funktioniert er noch, aber bis im Frühling 2018 würde wahrscheinlich auch wiederum gar keine Spannung mehr aus dem USB-Werk rauskommen. Trotz den zwei nicht ganz so erfreulichen Erfahrungen mit dem Busch und Müller USB-Werk bin ich trotzdem noch ein Fan von Busch und Müller. Vor allem mit meinen Beleuchtungen am Fahrrad war ich bisher sehr zufrieden und auch der Service seitens Busch und Müller war bisher sehr entgegenkommend. Einmal war an meinem USB-Werk die USB-Buchse verrostet nach einer regenreichen Fahrradsaison. Ich habe die angeschrieben und die haben mir kostenlos ein Ersatzteil geliefert. Am nächsten Tag war es da und deshalb habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben und mir gesagt, ich meide jetzt erstmal das USB-Werk und steige auf das etwas teurere E-Werk um und hoffe, dass ich damit zufriedenstellendere Erfahrungen machen werde. Bevor ich 2014 mein USB-Werk am Fahrrad angebracht hatte, habe ich schon auch andere Erfahrungen mit einem Armdynamo-Ladegerät fürs Fahrrad gemacht. Und zwar hatte ich ein Ladegerät von Revolt, das ist eine Eigenmarke vom Pearl-Versand. Das hat damals 30 Euro gekostet, war spottbillig. Ich habe meine Bodensee-Königssee-Radtour 2014 gestartet und hatte einige Abfahrten mit dem Fahrrad. Und irgendwie hat das Armdynamo-Ladegerät von Revolt Überspannung durchgelassen. Das Resultat war, dass an meinem Navi der Lademechanismus kaputt war. Ich habe zu Hause dann das Ladegerät aufgeschraubt, darin waren schon verbrannte Bauteile. Und als ich dann mein Navigationsgerät zu Falk eingeschickt habe, haben die gesagt, Totalschaden, das Hauptboard muss ausgetauscht werden, 80 Euro Schaden, nur weil ich es relativ günstige Ladegerät gekauft habe. Hat mich 30 Euro gekostet, hätte ich gleich das Busch und Müller Produkt um 60 Euro gekauft, wären es 30 Euro mehr gewesen. Somit hatte ich noch einen zusätzlichen Schaden um 80 Euro. Und bevor ich jetzt gleich mein defektes USB-Werk am Fahrrad, das neben mir steht, durch das neue E-Werk austauschen werde, möchte ich noch ganz kurz beide Produkte mit ihren Eigenarten und Eigenheiten vorstellen. Beide Produkte habe ich vor mir liegen, in Originalverpackung, wie man sie kaufen kann. Die unterscheiden sich äußerlich kaum. Hier einmal das Busch und Müller USB-Werk AC und zum anderen das Busch und Müller E-Werk. Verkaufspreis vom USB-Werk ca. 60 bis 70 Euro und das E-Werk ist nochmal 30 Euro teurer. Als Option gibt es für das E-Werk noch einen Pufferakku. Auf die Funktion möchte ich nachher nochmal kurz separat eingehen. Ich packe mal beide Geräte aus. Zum einen das Busch und Müller USB-Werk und zum anderen das E-Werk. Wie man sehen kann, unterscheiden die sich von der Größe und äußerlich kaum. Die Anschlussstecker sind gleich, lediglich das E-Werk hat hier noch zwei Einstellregler. Vom Zubehör erstmal der Inhalt vom USB-Werk. Da ist nicht so viel mitgeliefert. Zum einen ein paar Kabel. Ein Kabel führt vom Armdynamo
zum USB-Werk hin und ein zweites Kabel führt wieder weg. Das hat am Ende eine USB-Buchse. Dort kommt dann auch die Ladespannung mit 5 Volt raus. Ein paar Kleinteile, um das Ganze am Nabendynamo anzuschließen. Klettverschluss sowie ein paar O-Ringe und Kabelbinder, um das gesamte USB-Werk am Rahmen vom Fahrrad anbringen zu können. Dann der Inhalt vom Busch und Müller E-Werk. Der sieht schon ein bisschen umfangreicher aus. Jede Menge Kabel, zum Beispiel auch eine Verlängerung. Ich kann das E-Werk eigentlich an jeder beliebigen Stelle am Fahrradrahmen anbringen. Bis zum Gepäckträger, da ist ein Verlängerungskabel 1 Meter dabei. Dann jede Menge Kabel mit Rundstecker, die ich direkt am E-Werk einstecke. Und am anderen Ende sind gerätespezifische USB-Stecker. Mini-USB, Micro-USB und der ganz normale USB-Stecker. Und sogar ein paar Kabel für das E-Werk mit Drahtenden. Wo haben wir es? Hier haben wir so eins. Wer ein versierter Elektronikbastler ist, der kann sich damit sogar selber irgendwelche speziellen Stecker für Elektrogeräte dranlöten oder irgendeinen Pufferakku an das Kabel anbringen. Der große Unterschied zwischen USB-Werk und E-Werk ist, dass das USB-Werk bereits einen kleinen Pufferakku integriert hat und auch nur eine Ausgangsspannung von 5 Volt und 1 Ampere abgibt. Das ist die typische Ladespannung, die USB-Geräte brauchen. Der Pufferakku soll verhindern, dass gerade Geräte, die empfindlich auf Schwankungen von der Ladespannung und Ladestrom reagieren, auch aufgeladen werden, wenn ich eine gelegentliche Pause mit dem Fahrrad einlege, mal kurz anhalt, der Strom am Verbrauchergerät wird aufrechterhalten. Das Busch und Müller E-Werk enthält keinen Pufferakku, was mir ganz entgegenkommt, weil Akku heißt Verschleißteil und Verschleißteil bedeutet, dass das Gerät irgendwann kaputt ist und man kann die Geräte nicht öffnen, die sind wasserdicht verschweißt. Und man kann sehen, ich habe hier zwei Einstellregler. Der obere ist für die Ausgangsspannung. Die kann zwischen 0,7 Volt und 13,2 Volt variieren. Ich kann die Spannung in 0,7 Volt Schritten erhöhen. Und darunter der Ladestrom, der kann zwischen 0,1 Ampere und 1,5 Ampere variieren. Der Strom ist nicht ganz so kritisch, denn die meisten Geräte, die haben eine Ladeelektronik. Lediglich, wenn ich selber irgendeinen Akkupack ohne Regelung laden möchte, dann sollte ich hier Einstellungen vornehmen. Da das Busch und Müller E-Werk keinen Pufferakku enthält, bietet die Firma dazu optional einen Pufferakku an. Den kann man sich dazu kaufen. Kostet ca. 40 Euro, was nicht ganz günstig ist für einen Akkupack mit Ladeelektronik. Dafür gibt es noch eine kleine Tasche dazu und ich kann den Akkupack am Fahrradrahmen festmachen damit. Wer selber ein basierter Elektronikbastler ist, der kann selber mit 4 Nickel-Metall-Trittzellen ein bisschen Schrumpfschlauch, ein bisschen verkabeln, da eine preiswertere Alternative selber bauen. Ich habe mich für den Akkupack mal entschieden, weil ich den einfach mal testen möchte. Ich bin da gespannt. Im Prinzip muss ich an meinem E-Werk eine Spannung von 5,6 Volt einstellen. Damit wird dann der Akkupack geladen. Der hat eine Kapazität von stolzen 1400 mAh und gibt dann eine Spannung von 5 Volt ab. Somit kann ich damit USB-Geräte laden und das auch noch zum Beispiel, wenn ich dann die Radtour beendet habe. Ich nehme den Akkupack aus der Halterung raus, nehme die mit und kann dann zum Beispiel bei einer Fahrradmittagspause meine Digitalkamera damit laden. Und das möchte ich heute oder in den nächsten Tagen und Wochen auch mal testen.
Die beiden Ladegeräte von Busch und Müller habe ich jetzt vorgestellt. Und im nächsten Schritt möchte ich mein defektes USB-Werk am Fahrrad entfernen und werde dann anschließend das E-Werk am Fahrrad anbringen. Bevor ich es allerdings in Betrieb nehme, muss ich erstmal noch die Spannung und den Strom einstellen. Zuerst möchte ich das E-Werk mal ohne Pufferakku betreiben und schauen, wie mein Navi reagiert. Deshalb werde ich jetzt eine Spannung von 4,9 Volt einstellen. Die Einstellung rät Busch und Müller für alle USB-Geräte, die 5 Volt benötigen. Und den Ladestrom stelle ich mal auf 1,5 Ampere, da mein Navi eine Ladeelektronik hat. Und der USB-Standard beim Laden ist auch 5 Volt, 1 Ampere. Somit kann ein bisschen mehr Strom in dem Fall nicht schaden, zumal dann später der Akkupack, den ich anschließe, auch 1,5 Ampere braucht. Allerdings muss ich vor Inbetriebnahme des Akkupacks die Spannung dann nochmal um 0,7 Volt erhöhen auf 5,6 Volt. Mit einem einfachen Schraubendreher lässt sich das Ganze drehen. Das ist ein Stufenschalter. Man braucht da keine Angst haben, der rastet ein. Ich gehe mal auf die 4,2, 4,9 Volt, liegt zwischen 4,2 und 5,6 Volt und der Strom ist auf 1 Ampere bereits eingestellt. Gehe ich jetzt mal auf die 1,5 Ampere Maximalstrom. Mein defektes USB-Werk befindet sich immer noch am Fahrrad mit zwei Kabelbinder befestigt. Hier die Anschlussstecker. Und das Schöne ist, ich muss jetzt nur die beiden Kabelbinder entfernen, das E-Werk an der gleichen Position wieder mit zwei Kabelbinder festmachen und die Stecker sind anschlusskompatibel. Meine Verkabelung prinzipiell am Fahrrad habe ich selber gemacht. Hier habe ich mir eine wasserdichte USB-Steckdose gemacht, weil es noch keine rostfreie USB-Stecker und Buchsen gibt. Das kann ich hier mit einem einfachen Stopfen verschließen. Da ist ein Dichtring dran. Wenn ich es nicht benötige, kann ich aufmachen. Dann führe ich die Kabel hier runter in Richtung USB-Werk und der Rest der Verkabelung ist auf der anderen Seite. Die führt dann zum Nabendynamo. Mein Nabendynamo, ein relativ schwerer und alter Sohn, Classic 28. 3 Watt, 6 Volt ist angegeben und die Spannung wird hier mit Flachstecker abgegriffen. Das USB-Ladegerät sowie die Fahrradbeleuchtung werden einfach parallel geschaltet. Ich greife zweimal jeden Pol des Nabendynamos ab. Ein Kabel geht dann hoch in Richtung Ladegerät und das andere Kabel geht dann zur Beleuchtung. Zuerst mal drehe ich beide Rundstecker auf und ziehe die ab. Anschließend nehme ich einen Seitenschneider und entferne die beiden alten Kabelbinder und schon ist mein defektes USB-Werk vom Fahrrad entfernt. Mein neues Busch und Müller E-Werk werde ich ebenfalls wieder mit Kabelbinder am Fahrrad anbringen. Die habe ich bereits vorliegen. Ganz wichtig bei den Kabelbindern, da gibt es die Bauhausqualität oder Baumarktqualität, die taugt nichts. Ich habe die Profi-Qualität, die gibt es zum Beispiel bei irgendwelchen Elektronikversendern oder bei eBay habe sie ich gekauft. 4, 5, 6 Euro für eine Packung mit 300 Stück. Und das Wichtigste ist, die sind wirklich UV-beständig. Die werden nicht spröde und ich habe damit teilweise schon Dinge am Fahrrad befestigt, die jetzt schon 5-6 Jahre am Fahrrad dran sind und die Kabelbinder sind immer noch nicht aufgegangen, die halten. Und bei der Profi-Qualität ist zumindest mal das relativ teure Ladegerät vorwegnehmen gesichert. Ich meine, wenn es jemand unbedingt glauben möchte, so ein Kabelbinder ist auch schnell durchschnitten, aber es fällt auch während der Fahrt nicht ab. Und wie man gut erkennen kann auf den Profi-Kabelbindern, für Fahrrad und andere außentechnische Dinge sind
sind die speziell auch geeignet und vorgestellt. Als erstes fädel ich die Kabelbinder am Ladegerät durch. Das hat hier innen ein bisschen so eine Schaumstoffeinlage, dass es gut am Rahmen festsitzt, nicht verrutscht und nichts kratzt. Einmal und zweimal. Dann wird es positioniert. So, es sitzt genau gleich wie mein bisheriges Ladegerät und die Kabelbinder können festgezogen werden. Danach werden die zwei Rundstecker wieder eingesteckt und verschraubt. Zu guter Letzt bringe ich noch meinen Pufferakku an. Und zwar muss ich den so anbringen, dass die beiden Kabelenden bis zum E-Werk reichen. Kann ich immer noch ändern, die Position. Ich bringe jetzt hier mal am Lenkerrohr an. Klettverschluss zu. Und es sollte für heute reichen, wenn ich die erste Versuche mit dem Pufferakku machen werde. Die Platzierung kann ich dann immer noch später ändern. Mein E-Werk am Fahrrad ist installiert. Jetzt werde ich gleich meine Radkleidung anziehen. Dann geht's raus und ich bin gespannt. Ich möchte es jetzt unbedingt testen, auch wenn das Wetter heute nicht besonders ist. Es regnet gerade, aber ich bin voller Erwartungshaltung, dass ich jetzt mit meinem E-Werk mein Navi wieder aufladen kann. Und dann möchte ich auch mal noch die Funktion des Pufferakkus testen. Der Test kann beginnen. Wir haben Regenwetter, wie leider allzu oft zu der Jahreszeit im Schwarzwald. Aber was tut man halt alles im Dienst der Wissenschaft. Ich begebe mich jetzt erstmal in die Höhenlage zum Pfahlberg bei Dornstetten. Dort ist es einigermaßen eben und ich kann auch Geschwindigkeiten um die 20 km/h fahren. Denn nur bei solchen Geschwindigkeiten produziert der Nabendynamo genug elektrische Leistung, dass ich damit was aufladen kann. Bei dem Regen wird die Wasserdichtheit des neuen E-Werks gleich mitgetestet. Ich bin oben auf der Höhe angekommen und werde jetzt im ersten Schritt erstmal die Ladefunktion des E-Werks an meinem GPS-Gerät testen, ohne dass ich den Pufferakku verwende. Dazu stecke ich jetzt erstmal mein USB-Kabel ins Navi und anschließend drehe ich jetzt die Helligkeit auf Maxima. Zum einen, dass ihr was sehen könnt im Kamerabild. Und zum anderen, dass ich auch einen Verbrauch habe. Und nun gehe ich auf Einstellungen, System, Batterie und sehe jetzt 81% der Batteriekapazität ist noch vorhanden. Der Versuch kann beginnen. Ich trete jetzt mal in die Pedale und beobachte, was mein Navi macht. Ich starte die Fahrt. Die Beleuchtung geht aus und es wird geladen. Sobald ich anhalte, hält der Ladevorgang noch kurz an. Ich warte mal, wie viele Sekunden. Und jetzt stoppt der Ladevorgang. Das sind wahrscheinlich noch ein paar Pufferkondensatoren im E-Werk. Die laden noch ein paar Sekunden nach.
allerdings kein Pufferakku wie im USB-Werk. Somit kann ich den ersten Versuch beenden. Und zwar, sobald das E-Werk an ist und ich auch nur mit langsamer Geschwindigkeit fahre, wird mein Navi geladen. Das ist schon mal ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich fahre jetzt mit ca. 15 km/h, habe die Beleuchtung vom Navi voll an und was sieht man? Es reicht immer noch aus, um das Gerät zu laden. Nach dem ersten Versuch werde ich jetzt meine Spannung am E-Werk um die 0,7 Volt erhöhen, den Pufferakku anschließen, eine Weile fahren, mal schauen und dann das Navi mit dem Pufferakku noch eine Weile nachgeladen wird. Der Akku ist angeschlossen, die Spannung erhöht. Jetzt kann meine zweite Versuchsreihe starten. Laut Busch und Müller wird der Ladevorgang am Akkupack durch ein Blinken von der grünen LED gekennzeichnet. Nach 200 Meter Fahrstrecke sehe ich auch, die LED beginnt bereits grün zu leuchten. Jetzt heißt es standhaft zu bleiben. Ich werde jetzt ein paar Meter mit dem Fahrrad fahren, den Pufferakku laden und anschließend dann testen, ob ich mit dem Pufferakku mein Navi laden kann. Und bei dem Regen momentan, da macht es echt keine Lust, sowas zu testen. Alles im Dienst der Wissenschaft. Nach ein paar sehr nassen Runden hier oben auf der Höhe werde ich nun testen, ob die gespeicherte Energie im Pufferakku bereits reicht, um mein Navi zu laden. Die verbleibende Batteriekapazität inzwischen 78%. Die LED am Pufferakku ist erloschen, es wird nicht mehr geladen und nun stöpsel ich den USB-Stecker in mein Navi. Siehe da, es wird geladen. Auch der zweite Test ist bestanden. Egal, ob ich mit Pufferakku fahre oder ohne, ich kann beides mal mein Navi laden. Und ich denke, gerade für Leute, die im Zelt campieren, für die stellt der Pufferakku eine relativ gute Funktion dar. Man kann seine Elektrogeräte auch im Zelt laden, unabhängig von Steckdosen, und kann während der Radtour den Pufferakku aufladen, gleichzeitig noch ein zweites Elektrogerät und hat somit die doppelte Menge an elektrischer Energie. Meine ersten Versuche mit dem Busch und Müller E-Werk sowie dem Pufferakku waren sehr vielversprechend. Ich war mit den Ergebnissen zufrieden. Ich kann mein Navi mit oder auch ohne Pufferakku aufladen. Ist da relativ tolerant. Und ich denke mal, mit der kommenden Radsaison werde ich noch weitere Erfahrungen diesbezüglich sammeln. Mein defektes USB-Werk von Busch und Müller werde ich jetzt erstmal zu Hause behalten. Mich an Busch und Müller wenden und fragen,
Woran liegt es, dass das USB-Werk schon wieder nach einem halben Jahr defekt ist? Vielleicht, oder ich denke, da bekomme ich eine Antwort und die werde ich auch auf meiner Homepage www.dertrekkingradler veröffentlichen. Für heute reicht es mir mit Fahrradfahren im Regen. Jetzt geht's nach Hause und ich verabschiede mich für heute.